Wir in Giesübel planen in Zukunft drei große Projekte. Das erste Projekt ist die Zusammenlegung des Altstoffsammelzentrums mit dem Bauhof. Das zweite Projekt, der Kindergarten wird erweitert. Wir bauen das auf unserer schönen Kuhheide und wird ein sogenannter Waldkindergarten. Unser drittes Projekt ist die Sanierung des Gemeindeamtes. Einerseits gewähren wir den Bürger und Bürgerinnen eine Barrierefreiheit und wir schaffen größere Büromöglichkeiten für unsere GemeindemitarbeiterInnen. Mit der Vizebürgermeisterin Sabine Mössl und dem grünen Team in Gieshübel geht wirklich was weiter in den nächsten Jahren. Schaut super aus, die Zukunft in Gieshübel.